Während sich die amerikanische Notenbank vor die Wahl gestellt zwischen Pest und Cholera für Cholera entscheidet, nämlich die US-Wirtschaft in eine Rezession zu bringen, um eine Pest zu vermeiden, wie sie die Inflation darstellt, ist die Europäische Notenbank, ist die EZB dabei, bei der Frage Pest oder Cholera beides zu wählen, nämlich Pest und Cholera, bedeutet, dass die europäische Wirtschaft so oder so in eine Rezession stürzt. Nur werden wir die Pest der Inflation nicht los, sondern die Inflation wird viel schlimmer und das wird für uns alle massive Folgen haben. Und wenn wir die EZB weitermachen lassen, dann wird Folgendes passieren, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Aber kommen wir zunächst mal zu den Amerikanern, zur Fed. Da stehen ja morgen in den USA die Inflationsdaten an, CPI. Schätzungen schwanken zwischen 8,2 und 8,6%. Diese Daten enthalten jetzt vollgültig die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, denn sie sind aus dem März. Der Ukraine-Krieg hat am 24. Februar begonnen. Also das ist da alles drin und das könnte eine ziemlich hohe Zahl werden. Nun gut, alles über 8 ist schon ziemlich hoch. Und wir sehen, dass die Märkte darauf reagieren. Die One-Year-Ahead-Inflation-Outlooks, die steigen um 6,6% in der Umfrage der New York Fed. Das ist der höchste jemals erreichte Wert. Also wir sehen, dass die Inflationserwartungen sich entankern gewissermaßen. Das ist das, wovor Notenbanken immer Angst haben. Wenn die Inflationserwartungen nach oben gehen, als self-fulfilling prophecy, wenn die Leute erwarten, dass und die Firmen erwarten, dass die Preise weiter steigen, dann agieren Sie so, dass Sie möglichst jetzt schon alles kaufen, eben in Erwartung steigender Preise. Und ja, die Fed, die hat sich jetzt entschieden, die hat, und das haben die Märkte so langsam kapiert, es dauert bei den Aktienmärkten ja immer etwas länger gelegentlich, dass die Fed es durchaus ernst meint und man wird wahrscheinlich jetzt mindestens die nächsten beiden Sitzungen im Mai und im Juni dann die Zinsen um jeweils 0,5% erhöhen und im Mai eben auch schon mit der Bilanzreduzierung anfangen. Die Frage ist, was passiert, wenn die amerikanische Wirtschaft dann in eine Rezession abgleitet? Dann wird man wahrscheinlich wieder zurückrudern, das ist durchaus möglich, aber bis dahin ist es eben noch ein Stück Weg. Und bis dahin gilt, naja, wir haben Aktienmärkte gehabt, Vermögenspreise gehabt, die gestiegen sind durch die massive Liquidität, die hier, wie Sie unten sehen, der Cherumi und das Volk geschmissen hat. Jetzt haben wir sozusagen den gegenteiligen Effekt, dieses Geld wird wieder reingesaugt. Und dementsprechend sind die Märkte, vor allem die Tech-Werte derzeit, not so much amused. Jetzt ist die Frage, wenn wir nochmal bei den US-Aktienmärkten bleiben, kommt diese Rezession oder kommt nicht die Rezession? Jetzt gibt es hier Aussagen, dass möglicherweise, wenn wir es jetzt nicht mit einer kommenden Rezession zu tun hätten, dann könnte am Freitag schon der Boden gefunden worden sein. Naja, zumindest beim Nasdaq scheint das erstmal nicht zuzutreffen. Wir sehen nämlich hier dunkelblau, dass wenn eine Rezession folgt, dann korrigiert der S&P 500 über 40% im Durchschnitt, der Nasdaq 50%, der Nasdaq 100 gut 50% und der Nasdaq Composite fast 60%. Also das ist ein durchaus großer Abverkauf, ein richtig heftiger Abverkauf. Dagegen, wenn normale Abverkäufe sind, in Anführungszeichen, dann sehen wir hier in Rot, oder hier in Braun, oder ich bin farbenblind, das weiß ich jetzt nicht, also auf jeden Fall nicht blau, ne? Da ist, sind die durchschnittlichen Verluste bei Abverkäufen deutlich geringer. Also eine wichtige Frage für die Märkte, kommt diese Rezession oder kommt sie nicht? Schauen wir uns mal hier typische Bärenmarktmuster an, etwa das Jahr 2008. Hier sehen wir, dass es durchaus normal ist, dass wir solche kräftigen Erholungen sehen, plus 11%, plus 7%, plus 12%, plus 7%, sogar plus 24%, bis dann der Boden gefunden ist bei einem solchen Abverkauf. Wir hatten ja jetzt eine sehr signifikante Rallye gehabt bis vor ein paar Tagen. In der letzten Woche hat die leider aufgehört, aber davor ging es sehr steil nach oben zunächst mal. Und jetzt kommt natürlich die US-Berichtssaison in den Fokus, die diese Woche startet mit den US-Finanzwerten. Und hier sehen wir mal die Durchschnittserwartungen für die S&P 500 Unternehmen. Da erwartet man $209 pro Aktie im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 steigt diese Erwartung schon und das zweite Halbjahr steigt es noch ein bisschen weiter und 2023, nämlich das, was eingepreist ist an Erwartungen, geht es noch weiter nach oben. Das heißt, eigentlich gibt es eine
ziemlich heftige Differenz zwischen dem Potenzial, zumindest für eine Rezession in den USA, und den Gewinnerwartungen, die nach wie vor in den US-Aktien eingepreist sind. Jetzt sagt die Bank of America, das könnte das letzte Mal werden, dass die US-Firmen die Erwartungen, die ja schon ein bisschen runtergehängt sind, schlagen. Wir erwarten, dass die Unternehmen um 4% schlagen. Aber wir sehen eben doch ein gewisses Abwärtspotenzial, eben wegen den Margen, aufgrund der gestiegenen Kosten, aufgrund der Inflation. Und vor allem dürften die Ausblicke hier entscheidend werden. Hier unten sehen wir nochmal, wie stark die Earnings-Estimates nach oben gehen für die nächsten Jahre. Ziemlich unwahrscheinlich, dass das eintrifft. Und das sieht man dann am Boden. In der Realität, ganz konkret zum Beispiel hier an einer Abstufung von Nvidia, diesem Chip-Konzern, weil man erwartet, dass eben nicht nur die Lieferzeiten immer länger werden, beziehungsweise die Zulieferer Schwierigkeiten machen, den Chip-Konzernen, das ist ein Beispiel nur, ja, sondern eben auch die Nachfrage nach Chips abnehmen wird aufgrund einer sich bald abkühlenden Wirtschaft. Aber gehen wir mal im Gesamtkontext weiter, sehen wir, dass vor allem ja der Dow Jones Transports, eine Art Frühindikator nach Dow-Theorie, jetzt seinen schlechtesten Monat seit dem Corona-Crash hat, bis jetzt, nämlich in diesem April. Und wir sehen, dass in der amerikanischen Transportindustrie die Nachfrage so stark eingebrochen ist, wie es selten vorgekommen ist. Wir sehen also schon eine massive Abschwächung der Nachfrage im Transportsektor. Normal ist der Frühling eigentlich eine gute Zeit für den Transportsektor. Die Nachfrage steigt, die Leute kommen aus ihren Häusern raus. Und jetzt haben wir das Problem, dass nicht nur die Nachfrage so langsam abebben wird, zumindest in den USA, sondern dass China jetzt in einem massiven Lockdown ist. Und wir sehen die Folgen dieses Lockdowns, die sogenannte China Port Congestion. Das ist also praktisch das, was sich da anstaut. Hier sehen wir die großen Häfen, etwa Shanghai, Ningbo. Wir sehen also, dass diese gelben Punkte, das sind wartende Schiffe, die sozusagen nicht in der Lage sind, von Weizen über oder Agrarrohstoffen über Metalle jetzt die Dinge wirklich auszuliefern. Die deutsche Handelskammer in China sagt, 51% der deutschen Firmen, die in China aktiv sind, haben logistische oder Warehousing Problems. 46% der deutschen Firmen dort sagen, unsere Supply Chains, unsere Lieferketten sind completely disrupted or severely impacted. Also komplett kaputt die Lieferketten oder stark beeinträchtigt. Das sagt der Jörg Wuttke. Ein wichtiger Name derzeit, denn die Europäische Handelskammer, die in China tätig ist, hat hier einen Brandbrief geschrieben, dazu gleich mehr. Wir sehen jetzt die neueste Entwicklung in China. Hier hat ein Kollege, der in Shanghai lebt, uns folgende Informationen frisch gegeben aus erster Hand. Erste Compounds, also Wohnanlagen, werden wieder geöffnet, wenn dort keine Corona-Fälle sind, also wenn in dieser Wohnanlage kein einziger Corona-Fall ist, ist nur ein Corona-Fall, wird das nicht geöffnet, by the way. Das hat die Stimmung schon mal deutlich verbessert, sagt der erste Patienten werden aus Quarantänelagern entlassen. Die Europäische Handelskammer hat einen Brief an den Vizepremier Liu He, nicht Liu, sondern Li Keqiang, veröffentlicht. Und hier schreibt er weiter, interessanterweise zirkuliert dieser Brief vor allem bei meinen chinesischen Freunden, Suppliern, also mit denen er geschäftlich zusammenarbeitet. Die Kritik ist mehr als deutlich in diesem Statement der Europäischen Handelskammer. Jetzt hat Shanghai zum Beispiel einen 3-Stufen-Plan entwickelt, wie man die Stadt wieder öffnen will. Aber auf der anderen Seite sind jetzt Ningbo und Guangzhou im Lockdown. Ningbo, ein ganz wichtiger Hafen, um und bei 8 Millionen Einwohner, diese Kleinstadt. Und das Dorf Guangzhou kommt etwa auf 15 Millionen Einwohner, also praktisch nicht viel. Gell, 23 Millionen, das ist mehr als mancher europäischer Staat auf die Waage bringt. Jedenfalls, Li Keqiang hat heute, der Premier, hat heute nochmal gesagt, es gibt signifikanten Abwärtsdruck für die chinesische Wirtschaft. Kein Wunder, wenn man eben die Wirtschaft wieder zusperrt. Hier ist dieser Brief an Li Keqiang, der hier adressiert wird und durch diese Europäische Handelskammer, wo gesagt wird, Leute, ihr müsst jetzt was tun, ihr müsst irgendwie einen Weg finden, sonst säuft die Geschichte hier ab. Es gibt ja wirklich eine Art Protestwelle in China, vor allem in Shanghai, wie man sie seit 2008, 2009 nicht mehr gesehen haben. Hier ist sehr höflich formuliert eine für chinesische Verhältnisse sehr scharfe Kritik geäußert. Deswegen zirkuliert dieses Schriftstück, das Sie hier sehen,
auch so stark in China. Aber jetzt haben wir also gesehen, die Fed ist bereit umzusteuern. Was macht die EZB? Jetzt haben wir noch diesen Lockdown in China. Wie wird die EZB darauf reagieren? Hans-Werner Sinn hat einen Vortrag gehalten, der all das auf den Punkt bringt, was derzeit der Fall ist. Nämlich, wir haben die Situation, dass diese Inflation Selbstverstärkungseffekte derzeit zeigt, die absolut krass ist, nämlich die Unternehmen, die horten Güter, Vorprodukte, eben in der Erwartung, das wird ganz schwierig, diese Güter, diese Vorprodukte, die wir für unsere Endproduktion brauchen, zu bekommen. Also kaufen wir ein, was wir irgendwie einkaufen können. Was passiert? Diese Selbstverstärkungseffekte führen dazu, dass die Preise für diese Vorprodukte weiter nach oben gehen, weswegen die Kosten für die Unternehmen weiter nach oben gehen, weswegen sie diese Kosten auch weitergeben müssen. Und wir sehen diese Kosten der Unternehmen etwa in den Erzeugerpreisen in der Eurozone nach jüngsten Daten um 31,4% gestiegen, in Deutschland etwas weniger gestiegen mit knapp 26%, allerdings die Energiepreise um 68% gestiegen. Und was wird dann passieren? Die Leute verlieren massiv Kaufkraft, die Löhne steigen bisher kaum, aber die Inflation schießt durch die Decke. Das wird man sich eine Zeit lang anschauen in der freien Wirtschaft, wo also nicht starke Gewerkschaften der Fall sind, sage ich mal. Da sehen wir schon massive Lohnsteigerungen, aber die ganz großen Gewerkschaften, etwa öffentlicher Dienst etc., wo also wirklich viele Millionen drin sind, die werden erst peu à peu sozusagen in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern eintreten. Und Hans-Werner Sinn zeigt, dass die Gewerkschaften, um einen Inflationsausgleich zu bekommen, eigentlich mindestens 12,5% Lohnaufschlag fordern müssten. Das würde bedeuten, wenn die Löhne wirklich so stark steigen würden, dann würde das auch wieder die Nachfrage anheizen. Das wiederum würde die Inflation anheizen. Wir werden sehen, ob es so kommt. Aber es ist klar, dass die Leute sozusagen, wenn sie nicht mehr so konsumieren können, reißen sie die Wirtschaft runter. Das wird man nicht wollen. Also wird man irgendwie versuchen, auch die Arbeitnehmer zu kompensieren. Das ist praktisch ein Teufelskreis. Was sind eigentlich die Gefahren dieser Inflation? Zunächst mal sind Lohnbezieher, Rentner und Sozialleistungsbezieher die Verlierer, weil sie praktisch geringeres Realeinkommen haben, also Einkommen minus Inflation. Dazu werden Sparguthaben und Lebensversicherungsverträge, sehr wichtig ja in Deutschland, enteignet. Und ein entscheidender und wichtiger Punkt ist auch, dass der Realwert des deutschen Nettoauslandsvermögens, wie Hans-Werner Sinn hier zeigt, die bei etwa 1.261 Milliarden Euro derzeit liegen, das sind diese sogenannten Targeted-Forderungen, die würden alleine durch einen Preisanstieg von 6,3%, und wir sind derzeit ja schon höher, um 89 Milliarden Euro verringert, realistisch gesehen, real gesehen. Und wir haben die Situation, dass langfristige Festzinskontrakte kaum mehr möglich sind für die Beteiligten. Das heißt, wenn eine Bank einen Immobilienkredit vergibt für 10, 20 Jahre und sich sagt, oh, ich weiß gar nicht, was in 2 Jahren der Fall ist in Sachen Inflation, ich müsste eigentlich viel höhere Zinsen erwarten, dann gebe ich lieber gar keinen Kredit, weil ich nicht weiß, ob das zu gefährlich ist. Dann kommt noch dazu Scheingewinne und Scheinzinsbesteuerung. Das heißt, wenn ich in einer Anlage bin, wo ich 2% Zinsen kriege, aber eine Inflation von 6, 7% habe oder 8%, dann mache ich real gesehen sogar einen Verlust. Aber diese 2% Zinsen, die ich durch irgendeine Anlage einnehme, die werden versteuert durch den Staat. Und das Ganze geht dann weiter durch die sogenannte heimliche Progression. Das heißt, wenn mein Lohn steigt wegen der gestiegenen Inflation, dann rutsche ich in der Progression immer weiter nach oben, in der kalten Progression. Das heißt, ich werde dann zusätzlich nochmal durch den Staat enteignet. Und all das führt zu einer explosiven Mischung, wenn da niemand eingreift und wie die EZB sagt, naja, ich kann ja nichts tun, was können wir denn an den Energiepreisen machen? Doch, sie kann etwas machen, eben nämlich die EZB, wenn sie rigide eingreift. Okay, das hat Folgeschäden, das ist gar keine Frage, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn sie jetzt eingreift und die Zinsen anheben würde, würde der Euro sich stabilisieren, das würde bedeuten, wir könnten günstiger einkaufen, was die Inflation nach unten bringen würde und vor allem würde sie die Inflationserwartungen, diese Self-Fulfilling Prophecy, nach unten bringen oder zumindest weniger stark steigen lassen. Genau das ist der Punkt und weil die EZB nichts macht, sehen wir, dass die Anleiherenditen etwas machen, dass also die Anleihemärkte die Aufgabe übernehmen. Wir sehen heute die 10-jährige Anleiherendite aus Deutschland, die sogenannte Bundesanleihe, jetzt mit einem weiteren rapiden Anstieg
jetzt so hoch wie seit 2015 nicht mehr, immer noch lächerlich niedrig bei 0,78% angesichts der Inflation. Und Frau Lagarde hatte ja jetzt am Wochenende gesagt, oh, also diese Renditeanstiege für europäische Staatsanleihen, die sind uns nicht kommod. Wir müssen agieren, wir müssen etwas machen. Also was sagt Lagarde faktisch? Statt die Inflation zu bekämpfen, sagt sie, ich will bekämpfen, dass die Renditen weiter steigen, die ja auf die Inflation reagieren. Also sie kuriert am Symptom, statt die eigentliche Krankheit zu bekämpfen, die Ursache zu bekämpfen. Und solange das der Fall ist, werden wir auf keinen grünen Zweig kommen, werden Pest und Cholera bekommen. Das heißt, die massive Inflation wird zu einer Rezession führen und gleichzeitig bleibt die Inflation extrem hoch und enteignet die Leute, denn das ist nichts anderes vor allem als die Enteignung von Geringverdienern, die diese Inflation am stärksten trifft, aber faktisch werden alle enteignet. Zum Beispiel sehen wir diesen Enteignungsprozess durch höhere Kosten im Energiebereich. Laut De Verifox hat man mit einem 4-Personen-Haushalt ungefähr im Jahr 1.184 Euro für Gas bezahlt. Jetzt wären es etwa 2.787%. Das ist ein Anstieg von 135%. Das muss man sich mal vorstellen. Ein richtiger Schock für die Verbraucher. Und jetzt hoffen wir ja, dass wir vielleicht Gas aus den USA bekommen, also Flüssiggas, LNG. Wir sehen aber, dass jetzt in den USA auch diese Gaspreise deutlich steigen, die Erdgaspreise deutlich steigen. A, weil kaltes Wetter da ist derzeit. Und vor allem, weil die USA eben sehr viel dieses Flüssiggases exportieren, vor allem nach Europa. Das treibt dann sozusagen die heimischen Preise nach oben und irgendwann werden die Amerikaner sagen, nö, bevor hier uns die Preise weiter weglaufen, da nutzen wir das Gas, das wir selber doch produzieren, lieber selber. Und das wird bedeuten, dass wir dann energietechnisch weiter natürlich ziemlich die Gelackmeierten sind, vor allem hier in Deutschland. Jetzt fordern ja viele, lasst uns ein Embargo machen, auch bei Gas. Kann man machen, okay, aber was sind die Folgen? Das ist, wie Robin Brooks hier zeigt, erstens wird dieses Embargo nicht den Krieg beenden, denn Putin hat noch genug Reserven, da kann er ziemlich lange weitermachen. Zweitens wird es Deutschland mehr treffen als Russland. Drittens heißt es, dass Putin dann praktisch keine Hard Currencies mehr bekommt, also in Anführungszeichen Hardwährungen. Allerdings kann er mit diesen Hardwährungen Euro oder Dollar eh nichts mehr anfangen, weil er praktisch von den Sanktionen betroffen ist. Also wir würden uns da ziemlich ins eigene Fleisch schneiden. Politisch kann man das wollen, aber dann muss man sich darüber im Klaren sein, was da an Schmerzen ist. Wir sehen jetzt in vielen Produktionsbereichen, Aluminium, chemische Industrie, dass Produktion schon stillgelegt ist, teilweise aufgrund der hohen Energiepreise. Das ist eine reale Gefahr, denn dann fehlen sozusagen diese Vorprodukte, die andere verarbeiten, etwa Aluminium, Autoindustrie. Wenn die kein Aluminium mehr haben, dann werden ganze Branchen riesige Probleme kommen. Das ist ein Rattenschwanz, der, glaube ich, von den meisten Ökonomen nicht so richtig bedacht wird. Und das ist das große Problem. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Putin durch diese hohen Energiepreise natürlich jetzt hervorragendes Geld verdient. Normalerweise ist jetzt die Jahreszeit eher so, dass die Nachfrage nach russischer Energie sinkt, weil es wärmer wird. Dennoch sehen wir, dass er jetzt im März 2022 wohl so viel eingenommen hat an Geld durch den Verkauf von Energie wie noch nie. Deswegen sagt zum Beispiel Boris Johnson, wir werden jedes Jahr ein neues Kernkraftwerk bauen. Wir werden die Fehler der früheren Generationen rückgängig machen. Wir Deutschen sind da ein bisschen anders gestrickt. Am deutschen Energiewesen wird die Welt unbedingt genesen, wir aber zugrunde gehen, wie es aussieht. Denn wir wollen ja irgendwie Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen. Es ist natürlich ein ungelöstes Problem, diese Endlagerung. Allerdings hat es inzwischen sehr viel technischen Fortschritte gegeben, sodass man dieses Problem zumindest minimieren kann. Und die Frage ist, wo ist die Alternative? Und die ist derzeit nicht in Sicht, bis wir die Windkrafträder gebaut haben. Und selbst wenn wir sie gebaut haben, was ist, wenn kein Wind weht, dann haben wir sowieso das Problem. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Inflation und zur Energie und zu den Nahrungsmitteln. Jetzt hat der Marcello Fraccherino, der noch Ende letzten Jahres gesagt hat, Inflation ist doch kein Problem, das sind doch hier die Panikmacher, die bösen Agitatoren, ich bin der gute Zeitgeist kopulierende Fraccherino. Ich schaue mal, wie ich jetzt das Problem löse, das ich selbst mit maßgeblich angeschoben habe durch meine Propaganda. Und sagt, ja, da müsste der Staat eben den Geringverdienern hier die Hartz IV beziehen, Grundsicherung erhöhen etc. Das heißt, jemand, der
letztendlich ideologisch mitverantwortlich ist für diese Gelddruckerei, der sagt, jetzt müssen wir ein paar Almosen an die Ärmsten verteilen. Das ist wieder mal das Kurieren am Symptom und nicht an der eigentlichen Ursache. Wenn wir solche Leute haben, Deutsches Institut für Wirtschaft, die sich so schimpfen, dann haben wir ziemlich schlechte Karten. Deswegen ist hier wohl kein Staat mehr zu gewinnen. Kurzer Einschub, Aktienmärkte in China brechen ein, die Gefahr der Null-Covid-Politik. Beleuchtet so ein bisschen die Situation in Asien, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und jetzt kommt ganz wichtig, schauen Sie sich, was ich Ihnen auch verlinke, das an, was Hans-Werner Sinn dazu gesagt hat. Ich habe nur ein paar kleine Ausschnitte von ihm hier genommen, die diese Zusammenhänge zeigen. Wie kann Christine Lagarde nur so einen Unsinn reden? Hans-Werner Sinn in Topform. Wie gesagt, werde ich Ihnen unter dem Video neben diesem China-Artikel verlinken. Und im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir die EZB abschaffen müssen, und wünsche jetzt das Allerbeste. Ich sage Servus und Ciao.